Wendelberg voraus! Was geht ab, meine Buben und Stuten? Wir machen weiter und gehen in diese miefige Höhle. Sharon, Turner, was geht ihr ab? Get up, ba. Markus! Gut, dass er seine Brille aufhat, jetzt hat er mich erkannt. Ha, dann mach ich meinen Rundgang auf den Wendelberg und treffe auf euch. Ihr scheint stärker geworden zu sein. Ach, wirklich? Ach, übrigens, habt ihr in letzter Zeit Team Plasma gesehen? Ich habe mit den anderen Arena-Leitern gesprochen, aber keiner wusste, wo sein derzeitiges Versteck sein könnte. Wir können also nur darauf warten, bis es sich wieder irgendwo zeigt. Aber ihr habt mit dieser ganzen Sache natürlich nichts zu tun. Schön zu sehen, wenn Kinder wie ihr zusammen mit ihrem Pokémon auf die Reise gehen und dabei Spaß haben. Der Wendelberg liegt in einer schönen Gegend. Besonders toll ist es, wenn man diesen Weg hinter sich lässt und... ich sage besser nichts mehr. Ihr werdet mich schon noch verstehen, wenn ihr es mit eigenen Augen seht. Also dann, Kinderchen. Hoffentlich bringt euch mein Berg auch als Trainer weiter. Unnötiger Dialog. Puh, und ich dachte schon, er drückt uns wieder irgendwas auf. Markus, ich werde schon mal vorausgehen. Team Plasma direkt in die Hände. Da ist schon wieder der Ausgang. Mordshöhle. Oh, wie cool! Siberio als Teammitglied, Freunde. Ich kann gar nicht so viele Pokémon ins Team nehmen, wie ich gerne wollte. Es ist unglaublich. Ich will einfach alle Pokémon ins Team nehmen, die es gibt auf dieser weiten Welt. Petsneef. Ey, das müssen mehr Gen 5 Pokémon mal wieder in neueren Spielen vorkommen. Die sieht man ja so selten inzwischen. Im Winter wandelt sich das Aussehen des Wendelberges. Der Anblick ist wirklich beeindruckend. Ja, wenn alles voll Schnee liegt. Ist ein Ding, ne? Ist ein Ding. Wir haben aber Frühling. Nach wie vor. Könnte es mal im Laufe des Abenteuers auf Sommer ändern. Aber das Spiel geht noch lang genug, sagte er und hat schon 6 der 8 Orden. Sieht aber fein aus. Hyperheiler geht ja immer steiler. Hinein! So war das hier also gestrickt. Ich erinnere mich. Ja, mit Galapafloss ist es nicht so gut gegen wilde Pokémon, ne? Der Init-Wert macht das echt schwer zu fliehen. Aber so ein Sediment, ja, der hat bestimmt Robustheit. Ich muss eh oder zweimal angreifen. Nicht nur Robustheit, sondern der überlebt das halt. Der kann das. Aber so viel Zeit haben wir dann doch noch. Würde vermutlich länger dauern, die Flucht wieder zu versuchen. Oh. Wir können ja mal den Vergleich machen. Wir können ja mal den Vergleich ziehen. Ne? Wie lange würde es dauern, zu flüchten? Der besiegt mich vorher. Oh, lol. Aber ihr wisst, dass es so ist. Ich sehe jetzt trotzdem jemand anderes nach vorne. Ja. Ich heile ihn mit Supertränken. Das ist mir vielleicht noch wichtiger. Der kann ja nichts dafür. Steckt ein wie eine 1. Galapafloss. Und kämpft gegen einen Wanderer. Wenn ich von Felsen umgeben bin, geht's mit meiner Motivation bergauf. Mit deiner Karriere bergab. Mit deinem Trainer-Dasein. Konzentrier dich. Helge, hör mal. Konzentrier dich mal auf deine Laufbahn als Wanderer. Hast du mehr davon? Okay. Hier kommt das Katapult. Gedanken gut, ist Gedanken schlecht. Witzig. Kartong. Ratatazong. Und weg ist der Balkon. Streepulli. Ja, Kampf, ne? Könnte auch Stahl sein, weil dann Stahlträger mit sich rumträgt. Aber ich glaube, es ist nicht so. Helge Schneider schickt Streepulli in den Kampf. Wir haben ja Surfer gelernt. Warum mache ich das eigentlich nicht, Freunde? Im letzten Part, weil es am Ende des letzten Parts war und ich habe nicht mehr dran gedacht. Gut. Das machen wir jetzt nach dem Kampf erstmal. Ja gut, da kriegt's hin. Und Trainer Sedimantur, den mache ich noch kalt. Mit Lake. Lake.
Wird Zeit, dass wir unsere Attacken sortieren. Das klingt eigentlich gar nicht so spannend, aber viele liegen mir oft in den Ohren. Sortier deine verdammten Attacken. Ja, ist doch gut. Habt ihr recht. Ist jetzt nicht so viel Arbeit, Freunde. Ich habe früher auf dem Bau gearbeitet. Es ist nicht viel Arbeit für mich, die Attacke auszuwählen. Nämlich einmal den Steuerkreuz nach links, oben, unten, rechts, geradeaus, verkehrt, spiegelverkehrt. Das ist für mich keine Arbeit. Aber gut, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen hier Management. Und zwar Surfer! Dafür bist du da! Galapafloss, dafür habe ich dich reingenommen. Ist dir das bewusst? Unser geliebtes Galapafloss ist ja prinzipiell physisch. Das heißt, das ist suboptimal, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ja auch physisch. Also ist Surfer das bessere Lake. Kacker. Lake. Ich muss aufhören, so zu sein. Neue Abonnenten denken, ich bin immer so bescheuert. Der ist ja ganz cool. Er lacht immer so und dann weiß ich nicht. Seine Witze sind gar nicht so witzig, aber der lacht da drüber. Ja, und der Rest. Katapult, es würde auch noch was Besseres vom Gestein. Würde ihm gut tun, ne? So, warte mal. Erdbeben nach vorne ist ja wohl hier das Beste, was man sich vorstellen kann. Die Sortierung geht in Ordnung. Du kannst mit Luftschnitt beginnen. Ja, passt. Dann Eisstrahl auf jeden Fall auch vorne. Spiegelsalbe, Säurepanzer, passt. Laublinge, Strauchler, ja. Also weiß ich, dem sein Moveset ist noch ein bisschen ausbaufähig, wenn ich ehrlich bin. Schaufler, finde es ja immer ganz. Aber ich benutze am meisten den Durchbruch. Mach mal Kampf nach oben. Mach mal so. Das war's auch schon. Guckt Leute, war gar nicht so viel Arbeit. Wupp, wupp. Ja, was? Ja, komm, wenn es schon drauf abgebildet ist. Aber in Wirklichkeit wollte ich gerade noch ein paar Supertränke reinschmeißen. Da geiz ich jetzt mal nicht. Und weiter geht's. Im Wendelberg. Wird sich der Wendelberg wandern? Wird sich das Blatt wendeln? Ich kämpfe... Das ist eine Sie, ne? Ich kämpfe mit, weil ich wissen will, wie sich Pokémon beim Kämpfen fühlen. Ich bin eben eine Vollblutkämpferin. Ja. Das letzte Pokémon-Spiel, wo es schwieriger zu beurteilen war. Generell ist es echt die Edition, wo man das am schwierigsten anhand der Sprites erkennen kann, weil es so viele verschiedene Sprites gibt. Ja. Chuitesto! Der ist aber nur Kampf, der ist aber nicht, ne? Ja, aber gegen Kampf bringt halt auch nichts was, ne? Oder? Geht nochmal in die Recherche. Ja, Flug und Tycho. Sonst nix. Aber weißt du was? Zweimal Surfer könnte trotzdem reichen. Ich meine, das haut doch rein, oder? Was? Also, dass zweimal Surfer nicht reicht, ist die eine Sache. Aber was zur Hölle? Der hat zwei Level höher, aber... Hat der so eine krasse Spezialverteidigung? Anders kann ich mir das nicht erklären. Was geht denn mit ihm? Hat Joey Test so eine Monster-Spezialverteidigung oder was ist mit dem verkehrt? Was ist denn da passiert? Das war ja normal effektiv. Ein Luftschnitt ist ja physisch, ne? Ich glaube, das ist ein Verteidigungsmonster. Ein anderer Typ... Karadonis, ne? Das ist doch der Angriffstyp, oder? Kann man das so sagen? War jetzt trotzdem ein bisschen geschockt. Das wäre ja wirklich übertrieben, oder? Fluch? Hm. Nee, erhöht die... Ob der Anwender ein Geist-Pokémon ist. Ja, mit Geist-Pokémon, da kannst du da KP abziehen und dem Gegner mit dem Fluch belegen. Aber wenn du nicht ein Geist-Pokémon bist, was für Galapafloss zutreffend ist, dann erhöht es irgendwelche Werte, ne? Die Frage ist jetzt, schützt eine Runde lang vor Angriffen? Ja, du, besser als Rundumschutz. Aber ich muss mal gucken, welche Werte da erhöht werden. Shannon. Fiddy, ich weine nicht mit meinem Pokémon. Ich bin eben eine Vollblutkämpferin. Ja, ja, weine du. Weine du.
Bei der Arbeit geben wir unser Bestes. Das ist meine Lebensweise und die meiner Pokémon. Alles für die Firma. Du weißt doch, wofür du das machst, ne? Für den Chef. Blake. Damit der sich noch einen Pool kaufen kann. Noch ein Haus, natürlich. Und du? Was kannst du bezahlen, Blake? Ja, das sag ich dir. Oh, verdammt, ich hab nicht aufgepasst. Ja, der Blake kann sich von seinem Gehalt dann schließlich den Sprit leisten, den er braucht, um zur Arbeit zu kommen. Das ist doch auch was. Na, ja, da kann er angeben. Da kann er sagen, Pudi. Ich kann zur Arbeit gehen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. War überspitzt. Überspitzt dargestellt, ja. Geht arbeiten. Die Gesellschaft braucht euch. Irgendwann wird euch gedankt. Sagst du als YouTuber? Ich habe auch schon. Ich habe schon gebuckelt, Freunde. Ich habe schon gebuckelt. Ja, wird Zurokeks jetzt ein bisschen was machen können? Ich glaube, mit Turmkick, wenn er trifft, tut es dem weh. Glaubst du das? Jo, das glaube ich. Guck, jetzt weiß ich nicht, wo die Attacken sind. Na, guck mal, Beulenhelm. Guck mal voran. Da unten 130 Stärke. Ein bisschen OP, oder? Ein bisschen zu hoch gegriffen. 100 oder 110 hätte noch locker gereicht. Wir haben unser Bestes gegeben und nun dieses Ergebnis. Ja, siehst du, reicht nicht. Du Dulli. Das reicht nicht. Galapafloss hat ja einen guten Job gemacht, trotzdem muss ich den jetzt nicht mehr vorne haben. Den niedrigsten Level hat jetzt... Was weiß ich? Ich mach mal Zurokex. Der darf auch mal. Meine Freunde, guckt euch's an, ne? Meine Pokémon sind so nah beieinander gelevelt. Level 34 und 35. Nur ein Level Unterschied. Jetzt auch nicht wirklich wichtig. Ich wusste nicht, wo das hier hinführt, aber jetzt war mir klar, dass es eine Sackgasse ist. Dach die Frau, was hast du denn hier verloren? Was machst du denn da? Es ist ganz natürlich, mit den Pokémon zusammen zu sein und sie in den Kämpfen antreten zu lassen. Wenn du willst, können wir uns diese These aber gerne im Kampf vergewissern. Erzähl der Team Plasma. Die haben eine andere Meinung. Dreh dich um, wenn ich mit dir rede. Eis, Eis. Das ist gut. Kampf-Pokémon gegen Gelatropo. So ein Vieh habe ich selbst. Gelatropo habe ich selbst. Jetzt bestimmt keine gute Werbung, wenn ich einen Direkt-Down kriege. Aber ich kriege nicht Direkt-Down. Ne? Ja, ja. Aber der Beulenhelm regelt. Mitodos. Diese Zelle, ne? Ja, ja, ja. Von Monozyto. Das heißt Psycho. Und ich hätte eine Unlichtattacke jetzt. Ich hatte den richtigen Gedankengang. Finte war immer hier oben rechts, okay? Das war der Grund. Die Finte war immer hier, wo der Turmkick jetzt ist. Markus, sortier doch regelmäßig deine Attacken. Ihr seht, ich mache das nach Blut, Freunde. Ich habe das Blut, wo meine Attacken liegen. Ich lese nicht, was da steht. Wie käme ich dazu, zu lesen, was in den Textboxen steht? hat den Beulenhelm erschnüffelt. Ja, sehr stark, ne? Das ist wie... wo ich früher gefragt wurde. Ich für meinen Teil bin sehr froh, die Pokémon an meiner Seite zu haben. Ich kämpfe einfach so gern mit ihnen. Wie ich früher gefragt wurde, wie ich klarkomme mit den ganzen Controllern. Der Markus, der kann einfach Sega Mega Drive spielen. Und dann, wenn er Super Nintendo spielt, der kann sich einfach merken, wo die Tasten sind. Knöpfe. Ne, Knöpfe haben wir gesagt. Wer hat denn Tasten gesagt? Ich bitte euch. Das ist ein PC-Begriff. Und dann spielt der Gameboy. Und der muss gar nicht gucken, wo A und B steht. Der weiß das einfach. Gut, ich erzähle euch nichts. Ihr seid ja auch Vollblut-Gamer, ne? Ihr steht mir da an nichts nach, aber erzählt es mal den Casuals und den Normalos. Normale Menschen, ich bitte euch.
Ich bin die Nummer 2 hier am Wendelberg. Hab ich einen verpasst, oder was? Wir verstehen uns, Freunde. Ihr wisst, was ich meine. Arbeiter Shane, Flettiamo. Muss weg. Muss weg hier. Elektro-Eisgestein. Eis! Gelatropo, komm. Der macht das Tippi-Toppo. Hm. Eisstrahl, voll legal. Das war wunderbar, ne? Ich mag mein Team. Ey, Mann, warum hast du nicht down gekriegt? Glaub's geht los? Wofür trainiere ich nicht überhaupt? Supper, Lord von Heidewitzka, du. Darf nicht wahr sein. Two-Hit-Kill ist doch sehr effektiv. Wofür hab ich denn dich? Sieht so aus, als wärst du ab heute die Nummer 2 im Herrn Wendelberg. Nein, nein. Falsch. Mondstein, Mondstein. Dann werde ich nochmal diese anderen Sanddinger abgrasen. Nö, da ist wirklich niemand. Dann kommt die Nummer 1. Was denn das? Ein wildes Fleeknäuel, was? Ach, Spaß, ist ja ein Flecknoil. Ja, Entschuldigung, dass ich mir nie richtig Gedanken um den Namen gemacht habe von dem. Vor diesem Tage. Ja, da bin ich immer so frei hier. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Der Wendelberg verändert sich mit jeder neuen Jahreszeit. Und ich, alter Knochen, verändere mich mit jedem Kampf. Immer dem Friedhof einen Schritt näher. Wa? Gerrit! Körperlich anstrengend, verkürzt die Lebensdauer, ich sag's euch. Ne? Macht das nicht, wenn ihr ein bisschen leben wollt. Also nur Front, ne? Ich sag's dir immer, Handwerk ist wichtig und jeder sollte das machen. Man sollte das gut finden. Und wir können uns nicht nur auf polnische Leiharbeiter verlassen. Deswegen Handwerk, Handwerk, Handwerk. Bezahlt das Handwerk besser. Aber ganz ehrlich, ne? Ich in meiner Ausbildung so viele, von so vielen gehört, die dann mit 60 oder wann in Rente gegangen sind. Ich kenne das genaue Alter nicht, ne? Verschiebt sich ja immer. Und dann haben die von der Rente nicht viel gehabt. Weil die nach 3 Monaten dann abgedankt haben, sag ich jetzt mal. Ich formuliere mich mal ein bisschen gewählter. Haben dann abgedankt, ne? Ins Gras gebissen. Den Löffel abgegeben. Ja, das ganze Leben auf die Rente freuen, das ist nicht das. Die Rente ist nicht das Ziel. Am Ende bist du kaputt. Am Ende bist du kaputt. Wer natürlich schlau ist und gut studiert, ne? Wenn ihr später mal ein Arzt seid oder so, ne? Und ihr erinnert euch, ihr habt gerne Let's Play Markus geguckt, ne? Und ihr guckt dann 2053 auf meinen Kanal auf YouTube und seht, dass ich die 18. Pokémon-Generation Let's Playe. Ja, dann lasst mal einen Daumen da, ne? Boah, ich weiß noch, ich habe damals Pokémon Weiß geguckt. Wann war das? 2022, boah. Jetzt bin ich wohlhabend. Überprüft dann bitte, ob ich irgendwelche Spendenmöglichkeiten habe. Ich bin wahrscheinlich drauf angewiesen. Ich werde nebenbei werde ich Pfandflaschen sammeln müssen, wahrscheinlich. Aber ich werde noch Spaß in meinen Let's Plays haben. Der Let's Play Markus, der Opa. Opa Markus, du. Man hat immer noch seine Kindervideos, ne? Ja! Das bin ich. Hallo, willkommen. Ja, bis in die 50er Jahre mache ich euch sogar noch mal ein neues Let's Play again der Einalregion. Pokémon Schwarz again. Das sehe ich. Weil ich habe ja so viele Teammitglieder, die ich noch nehmen möchte. Ja, bleib mal bei der Wahrheit. Offensichtlich. Wo ist das? Nicht hier. Hier ist es mit dem Detektor auch ein bisschen schwieriger. Nein, mir fehlt ja
die Vorstellungskraft, dass ich noch in 10 Jahren Let's Plays mache. Aber die hat mir auch schon vor 10 Jahren gefehlt. Mir vorzustellen, dass im Jahre 2022 ich da immer noch hier sitze. Aber ist geil, ne? Ist geil. Ich würde gern 10 Jahre zurückreisen und sagen, jo, das funktioniert immer noch irgendwie. 2022. Mein Team wurde durch körperliche Arbeit gestählt und schlägt kräftig zu. Deswegen, ja, wäre mir auch ganz lieb, ne, wenn ein zeitreisender Let's Play Markus von 2032 kommt und mir nur sagt, dass es mit YouTube weiterhin klar geht. Dass es weiter passt. Das wäre sehr nett, wenn man mir das kurz sagen könnte. Ich hoffe, das lässt sich einrichten. Jetzt auch nicht so schlau hier mit Gelatropo. Aber Wasser haben wir halt gerade nicht zur Verfügung. Ich hab noch Sepi Royal, du. Das ist auch. Oh, verdammte Axt. Ich wollte sagen, es war ein K.O.-Treffer. Ohrenbohrer ist wie Guillotine oder Geofissur. Eine K.O.-Attacke. Warum auch immer man sowas braucht. Ne, gleicht sich aus. Habe ich nicht aufgepasst. Ja, mit Pokémon wie Stalobor muss ich mich ja nicht auskennen. Jetzt würde mich interessieren, bringt Strauchler mehr als Laubklinge? Das finden wir jetzt heraus. Nee. Strauchler ist doch gar nicht so stark. Ich dachte nur, weil so ein Stalobor bringt schon ein paar Kilo auf die Waage. Habe ich jetzt so oder so dreimal mit Evoserb angreifen müssen. Mein Team wurde durch die Arbeit gestellt. Daran ändert sich nichts. Wisst ihr, Leute, ich sag euch eins, ne? Weil ich hier so ein bisschen moralapostelmäßig gesagt habe, ihr, ja, lehnt es nicht prinzipiell ab zu schuften. Körperlich anstrengende Arbeit. Für mich ist die nix. Habe ich gemacht. Jahrelang. Ihr wisst es. Aber ich mag's nicht. Es könnte da draußen allerdings Leute geben, die es mögen könnten und es nicht wissen. Und ich sage, gerade solche Fitnessleute, so Leute, die gerne pumpen gehen oder so, die machen das ja nur, ist direkt dahinter der Beleber, die machen das ja nur zu ihrer eigenen, ich sag mal, Belustigung. Ja? Leute, die gerne ihre, wie das hier gerade erwähnt wurde, Muskeln stählen und so weiter. Oh, das ist ein Arzt, super. Sind Sie Arzt? Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Die könnten vielleicht, ne, das sogar gewinnbringend einsetzen für die Gesellschaft und ein bisschen auf den Bau schuften. Ich meine, gut, das ist natürlich mit anderen Sachen verbunden. Mit Stress und sowas oder Termine oder Aufgaben halt, ne, aber du könntest dich glücklich schätzen, mir auf deiner Langreise begegnet zu sein. Wenn du den Kampf gegen mich gewinnst, werde ich dein Pokémon-Team heilen. Möchte ich nur mal, ja, jeder sollte so seine Stärken wissen und zu viele Menschen auf der Welt, gerade die jungen Menschen, ihr Schweine, Spaß nicht zurück. Gerade die jungen Menschen lehnen das natürlich prinzipiell ab, irgendwie hart zu buckeln. Was verständlich ist. Aber zum einen wird sich Bezahlung bessern, weil schlechter geht ja kaum. Und zum anderen, ne, also wenn das für euch nicht hundertprozentig abwegig ist, denkt drüber nach. Irgendwie. Auf dem Bau, ihr werdet gebraucht. Ist das nicht ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden? Jeder wird händeringend gesucht. Ob ein Elektriker, Trockenbauer, Tiefbauer, Maurer, Dachdecker. Boah, was gibt's noch alles? Ne? Es gibt bestimmt Berufe, an die ich gar nicht denke, die notwendig ist. Das wäre vielleicht ein Ding, ne? Offensichtlich ist ein Pokémon-Team topfit. Nach dem Kampf solltest du dein Pokémon-Team immer Ruhe verarzten. Verarzten? Willst du mich verarzten? Die Gesundheit ist dein größtes Gut. Es gibt einfach nichts Wichtigeres. Auch das ist eine diepe Botschaft, aber jetzt hört's mal auf mit diepen Botschaften, ne? Wird sonst zu viel. Komm ich da hin? Wir haben wieder zwei Eingänge. Und das ist ein Ausgang. Das ist schon mal nice to know. Bild. Ach, Leute. Nicht viel passiert im Part. Wendelberg halt, ne? Wendelberg. Attacken sortiert.
Wir machen hier die zweite Hälfte vom Wendelberg im nächsten Part, wenn ihr da nichts dagegen habt. Ich meine, wir haben ja einen guten Checkpoint jetzt mit dem Arzt. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Und dann gucken wir das nächste Mal, wie es hier weitergeht. Ich beginne von hier, es sieht besser aus. Bin ein bisschen irritiert, wo ist denn das? Hier? Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Dankeschön fürs Zugehört haben. Bis zum nächsten Part und dann erreichen wir das Ende. Vermutlich. Ich gehe von aus. Bis dann und ciao!